Jetzt habe ich die ehrenvolle Aufgabe, die Lunchnarkose überbrücken zu dürfen. Naja, die Keynote hat ja schon ein bisschen geholfen dabei, denke ich. Okay. Herzlich willkommen. Als ich das Thema von der Tools for Agile Teams dieses Jahr gelesen habe, beim Aufruf für den Call for Papers, habe ich so bei mir gedacht, okay, jetzt wird es langsam spannend, jetzt geht es ans Eingemachte, weil die ganze Zeit war ja immer sehr viel von den Themen die Rede, die im Moment durchaus die ein oder andere größere Organisation so bewegen. Im letzten Jahr war es Fokus auf Skalierung. Und dieses Jahr ist es im Prinzip so rum, dass man mal guckt, was eigentlich die ganzen Transitionen tendenziell killt. Kultur. Deswegen habe ich mich dann auch für dieses Thema entschieden, weil ich mir dachte so, naja, wenn man mal so in diese europäische Geschichte zurückgeht, dann gibt es da das französische Modell. Das war eine ziemliche Sauerei, die die damals angerichtet haben, weil man so viele Köpfe abgeschlagen hat. Und dann gibt es die andere Variante, etwas gemäßigter. Und vielleicht ist zwischen diesen Methoden so eine Balance zu finden, auch ein Vorgehensmodell, was für agile Transitionen passt. Vielleicht kurz zu mir vom Hintergrund. Ich habe 20 Jahre SAP gerade dieses Jahr hinter mir gelassen. Heißt also, ich bin durchaus geprägt von den doch vorhandenen Strukturen einer großen Organisation. Habe aber bereits seit 2010 angefangen, mich parallel selbstständig als Agile Coach am Markt zu tummeln. Und habe interessanterweise, das korreliert vielleicht ein bisschen mit der Situation, dass man in der Großindustrie Erfahrungen sammeln durfte, relativ viele Anfragen von großen Organisationen gekriegt. Also ich habe dieses Thema Corporate Culture, etablierte Organisationen, großer Kontext, nicht nur zweistellige Anzahl Leute in einem Startup, die da irgendwie agilisieren wollen, sondern tendenziell eher so, naja, meistens irgendwas mit 2 bis 3, 4 Zeitzonen und irgendwo so um die vierstellige Anzahl Leute, die es typischerweise betrifft, sind so die typischen Korridore, in denen sich das bewegt. Gehen wir mal so ein bisschen durch. Ich glaube, das spiegelt den aktuellen Markttrend ganz gut wider, wenn man sagt, im Moment sind unheimlich viele Unternehmen dabei, eine agile Transition starten zu wollen. Agile ist Mainstream. Und diese Bugwelle, die das jetzt vor sich herschiebt, hat so ein paar lustige Nebeneffekte. Als Agile noch nicht so viel Mainstream war, gab es in der Regel kompetentere Entscheidungen, was man in einer agilen Transition so tun will. Das behaupte ich mal als steile Hypothese. Ich muss ja das mit der Lunchnarkose irgendwie ein bisschen kompensieren. Die kritischen Erfolgsfaktoren, die man in so einer agilen Transition bedenken sollte, werden leider ab und zu, wenn das jetzt so ganz schnell gehen muss, weil das ja jetzt alle machen, manchmal ein bisschen dabei außer Acht gelassen, die kommen dann zu kurz. Vielleicht sollte man sich erst nochmal einen Schritt zurückbegeben, erstmal so ein bisschen verstehen, warum agilisiert man denn eigentlich? Also was ist denn das Ziel der Leute? Und das Spannende ist, wenn man allein diese Frage stellt, wenn man in eine Kundensituation reinkommt, dann trennt sich eigentlich sowieso schon mal zum ersten Mal Spreu vom Weizen, weil die ersten, die das gar nicht beantworten können, warum und sagen, na, weil das halt gerade alle machen, da weiß man sehr schnell, oh, das könnte so eine Transition werden, die hat jetzt wahrscheinlich nicht so viele Erfolgsaussichten, da wird sich nicht so viel bewegen. Das wird schnell fake agile. Wenn aber die Frage nach dem Warum beantwortet wird, dann ist relativ häufig so ein Kontext dabei, irgendwie mit am Start. Im Moment digitalisiert sich unsere Arbeitswelt. Ob wir das wollen oder nicht, spielt dabei gar keine Rolle. Das tut die Welt trotzdem. Und man kann sich mal Gedanken machen, was Digitalisierung eigentlich bedeutet. Diese Folie ist relativ bekannt für die Leute, die letztes Jahr auf der Tools for Agile Teams waren. Die müssen die eigentlich auch noch vorstellen können, weil die hatte ich da schon mal aufgelegt. Ich gehe das nochmal kurz durch für die, die vielleicht nicht dabei waren. Wir hatten sowas wie Globalisierungseffekte und das geht schon so in den 2000ern los. Und im Prinzip ist meine Behauptung, dass man Digitalisierung als die dritte Welle von Globalisierungseffekten bezeichnen kann. Die erste Welle war das klassische Offshoring. Also ich habe so eine globale Workbench Extension. Typischerweise waren das eher Industrien, wo es um Fertigung ging, im Bereich tendenziell eher von Hardware. Also wenn man unter irgendwelche Sachen drunter guckt und hebt die so vom Tisch hoch und steht drunter Made in China, dann ist das genau dieser Effekt. Warum? In der Fertigung ist es halt günstiger. Das kann man für
gut verstandene Produkte, die man einfach kostengünstiger herstellen lassen will, wo die Logistikkosten, das Ganze hinterher per Containerschiff nach Europa oder USA zu schippern, im Verhältnis immer noch den Preis rechtfertigen, kann man das gut machen. Die zweite Welle war dann Outsourcing. Also da haben unter anderem andere Industrien, die von dieser ersten Welle nicht partizipieren konnten, neidisch drüber geguckt und haben gesagt, so, wir würden das auch gerne machen. Unter anderem die IT-Industrie, die hatte dann verstanden, wir schieben ja eigentlich nur Elektronen durch Datenleitungen. Also das kann man ja weltweit machen. Und dann war diese zweite Welle ein Outsourcing. Das böse Schlagwort, was damit einhergeht, ist Run my mess for less. Weil das waren in der Regel keine stabilen, funktionierenden, gut durchdachten Modelle, die da outgesourced wurden, sondern man schmeißt halt irgendwas über den Zaun und dann wird irgendwas rauskommen. Dann gab es diese ganzen lustigen indischen Offshore-Provider, die dann alles CMMI Level 5 waren, teilweise tendenziell aber im Prinzip noch keinen Kundenkontakt großartig hatten und ähnliches vorher. Und interessant. Und die dritte Welle ist dann Digitalisierung und VUCA, Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous, ist es eine Singularität? Fällt jetzt alles zusammen? Wenn man sich mal die Zeitachsen anguckt, die man typischerweise Zeit hatte, um dieselbe Menge an Arbeit weggeschafft zu kriegen, könnte man die Idee kriegen. Diese drei Felder hier sind normiert, bezogen auf ihre Fläche. Also das heißt, wenn das hier 6 Kalenderquartale repräsentiert und in 6 Kalenderquartalen ist man nach dem ersten Ding typischerweise in der Lage, ein Stück Land zu kaufen, ein Bauprojekt zu machen, eine Halle hinzustellen, damit man da eine Fertigungslinie aufbauen kann. Das ist ja das, was Nummer 1 machen will. In dem zweiten hat man 6 Monate typischerweise Zeit, um für so ein Outsourcing-Konstrukt einen Vertrag zu verhandeln. Da müssen ja ein paar mehr Leute drüber gucken, als nur eben halt irgendwie 1-2 Leute von jeder Seite. Rechtsabteilung, Compliance und so weiter und so fort. Und das dritte, das soll einen 6-Wochen-Zeitraum reflektieren, ist das, was man in der Digitalisierungswelt typischerweise noch an Zeit hat, Sachen zu richten, wenn es nicht perfekt passt im ersten Wurf. Gibt es ein schönes Beispiel, was jeder von euch gleich nachvollziehen kann? Jeder von euch hat so ein Ding, tendenziell wahrscheinlich mehr als eins. Wenn ihr mal auf irgendeinem App Store einer neuen App, die es an den Markt geschafft hat, eine Chance gibt und das Ding ist in der ersten Runde noch nicht so ausgereift, was macht ihr? Also wenn es total behämmert ist, dann zieht man es in den Mülleimer und lässt den Finger los, das war's. Hat diese App jemals eine zweite Chance? Schwierig. Wenn die App es irgendwie noch auf eurem Handy schafft, irgendwie so auf dem Desktop zu bleiben, dann kommt ihr irgendwann mal wieder, wenn ihr euch so tot langweilt, auf einer langen Bahnfahrt oder sowas vielleicht, oder Autofahrt, bitte nur als Beifahrer, auf die Idee mal nachzugucken und vielleicht hat sich ja was getan. Wenn die dann wesentlich besser ist, darf sie bleiben. Spätestens bei der zweiten Runde geht sie dann aber in den Mülleimer, wenn sie immer noch nicht taugt. Und das ist genau das Ding, das dauert nämlich maximal einen Zyklus von 6 Wochen. Das heißt also, wenn ich heute ein Produkt an den Markt bringe, was im ersten Wurf nicht perfekt ist, und die wenigsten Produkte sind das, dann habe ich in der digitalisierten Welt wesentlich kürzer Zeit, das noch gerade zu ziehen, als ich damals in den anderen Wellen der Globalisierung hatte. Und das erklärt, warum man agilisieren sollte. Weil man die Feedback-Loops drastisch verkürzen kann und das muss man dringend tun, weil man sonst diese Zyklen nicht hält. Wir kriegen jetzt die einigen oder anderen von euch vielleicht auch einen Eindruck, was eine typische Sprintlänge sein sollte, wenn man insgesamt einen 6-Wochen-Zeitraum Zeit hat, was gerade zu ziehen. Die Antwort, 4-Wochen-Sprints zu machen, ist wahrscheinlich nicht die richtige. Kürzer. Eine Beobachtung dazu. Organisationen entwickeln im Verlauf ihrer Existenz und die eine oder andere Organisation ist durchaus 100 Jahre alt oder so, ne, und ist trotzdem noch im DAX notiert, eine eigene Kultur. Und diese Kultur dominiert alles, was dieses Unternehmen tut. Nach innen rein wie nach außen raus. Das gesamte Denken und Handeln. Wenn ich also jetzt irgendeine lustige Agilisierungsmethodik auf das Unternehmen einprasseln lasse und dieses Unternehmen hat verstanden, dass wir uns agilisieren wollen, das Warum ist gesetzt, das haben die alle abgenickt, dann kriege ich trotzdem natürlich ein Problem, wenn diese etablierten Denk- und Handlungsmuster nicht so ganz zu den Methodiken passen, die man da nimmt. Der Klassiker, der auch in meiner Vortragsankündigung drin stand, ist, das ist mir einfach in den letzten Jahren massiv aufgefallen, in vielen Organisationen wird schon, wenn man einen Coach bestellt, gleich schon sozusagen mit irgendwelchen lustigen 4- oder 5-buchstabigen Abkürzungen um sich geworfen. Wir machen eine Safe-Anführung, wir brauchen einen Safe-Coach, um nur ein Beispiel zu nennen. Und das hat nichts damit zu tun, dass Safe ein doofes Modell ist. Safe ist super. Die Implementierung von diesen Modellen ist das Problem, nicht die Modelle an sich. Die Modelle sind nämlich etwas Abstraktes. Es kommt darauf an, wie man sie anwendet.
Und dann stelle ich mir immer die Frage, wer von den Leuten hat denn entschieden, dass es jetzt genau in dem Fall mal safe, mal less, mal Nexus, wie die Dinger alle heißen, ist. Und dann kommt raus, dass das irgendwie empfohlen wurde, aber man hat sich eigentlich, wenn man mal genauer nachbohrt, und ich neige als Coach dazu, das zu tun, nicht wirklich detailliert damit befasst. Also so tiefgründig wurde die Entscheidung nicht fundamental gesetzt, sondern naja, das war halt gerade so das, was halt irgendwie empfohlen wurde und dann macht man das halt jetzt. Und das ist der Punkt für mich immer zu sagen, erstmal einen Schritt zurück, erstmal hinterfragen. Das allererste ist vom Skalierungsmodell bitte weggehen und erstmal die Basistechnik dahinter, die Basismethodik. Dann sind wir bei der Diskussion Scrum versus Kanban unter Umständen, plangetrieben versus eventgetrieben. Und dann muss man sich doch auch Gedanken machen, warum brauche ich denn die ein oder andere Methodik? Wie ist denn das Geschäftsmodell von einem Bereich, der von dieser Agilisierungswelle jetzt erfasst werden soll? Ist man dort in der Lage, plangesteuert zu arbeiten, zum Beispiel in der Entwicklungsabteilung? Oder ist man da tendenziell eher eventgetrieben, wie in einem Hotline-Kontext oder Wartung oder Systembetrieb? Also man muss sich das klar machen, was das in der Realwelt bedeutet. Ihr habt eine Feuerwehr in einer Stadt oder einen Notarztservice und der arbeitet proaktiv plangetrieben. Also das heißt, die Feuerwehrautos fahren dauernd rum. Nach einem Schichtplan. Ist das der Fall? Seht ihr das da draußen? Ich sehe das nicht. Ich sehe das bei einem Bus. Ich sehe das nicht bei der Feuerwehr. Feuerwehr ist reaktiv. Notarzt auch. Also eventgesteuert. Wenn ein Problem ist und ein Feuer entstanden ist, rufe ich eine lustige Telefonnummer an und dann kommt jemand und kümmert sich. 112, 110 und so weiter. Heißt aber doch im Prinzip, genauso kann man das auf Unternehmensfunktionen übersetzen. Und dann ist doch die globale Ansage, wir machen jetzt eine Scrum-Einführung, wahrscheinlich auch nicht das Richtige, weil es Bereiche im Unternehmen gibt, die eventgesteuert sind, die response-lastig arbeiten und nicht plangetrieben. Was wollen die mit Scrum? Ich sage nicht, dass Scrum bei denen nicht funktionieren kann. Ich glaube nur, dass es wahrscheinlich von dem Kulturclash, der Arbeitsweise, die heute in den Unternehmensorganisationsteilen herrscht, und der Methodik, so wie sie, wenn sie in Reinstform angewendet wird, dann aufschlägt, knallen kann. Und das kann man sehr schön sich angucken an solchen Modellen. Das hier sind mal zwei rausgezogen. Competing Values Framework von Cameron und Quinn. Es wird unterschieden zwischen einer internen und einer externen Sicht und einem eher flexiblen oder einem Focused Approach. Und dann kriegt man im Prinzip ein relativ einfaches Quadrantenmodell zusammen, was dann letzten Endes aussagt, ich habe entweder es mit einer inkrementellen Vorgehensweise zu tun, do things right. Also ich ändere nicht radikal, sondern das, was sich über Jahre bewährt hat, wird weitergeführt und unterliegt marginalen Änderungen, incremental. Und ich habe es mit einer Control Culture zu tun. Die wird überwiegend über Hierarchie gesteuert werden. Also passt sie wahrscheinlich zu der ein oder anderen Aufbauorganisation, die wir heute speziell in größeren Organisationen finden. Wenn ich sehr marktorientiert bin, also eine Compete-Culture vorliegt, dann bin ich Short-Term Performance-Oriented. Dann heißt es, es geht mir darum, Dinge schnell zu machen. Man unterscheidet ja bei den Marktstrategien sehr gerne zwischen dem First Mover und dem Fast Follower. Das da wäre ein klassischer Fast Follower von der Kultur her. Der geht nicht als erstes rein. Der lässt jemand anders sich die Finger verbrennen. Der holt die ersten Kartoffeln aus dem Feuer. Wir sehen auch gleich, wer das ist. Das ist nämlich der da oben. Und dann geht er schnell hinterher. Und wenn man es gewohnt ist, schnell sehr responsiv zu sein, dann hat man das über Jahre, Jahrzehnte und Mitarbeitergenerationen geübt. Und dann kann man natürlich genau das zur Perfektion beherrschen und entsprechend regeln. Wenn man eher in der Create Culture unterwegs ist, in einer sogenannten Adhocracy, dann geht es so darum, do things first. Also das hat auch so ein bisschen was mit dem Anspruch an die Leute, den sie an sich selber haben, zu tun. Also das ist so ein bisschen vergleichbar mit, wenn ein tolles neues Premium-Auto auf den Markt kommt, dann gibt es Leute, die wollen dieses Auto nicht an sich, sondern die wollen es als Erste. Und wenn das Auto erstmal am Markt ist, dann verkaufen die das längst wieder. Das sind also die Leute, die so ein Auto kaufen, wenn es noch gar nicht irgendwie anzugucken geht, sondern die kaufen es aus dem Prospekt, weil es wichtig ist, einer der ersten 100 zu sein, die so ein Ding ausgeliefert kriegen. Wenn es eine limitierte Serie ist, zum Beispiel, ist das speziell wichtig. Und dann haben wir hier noch den vierten, das ist die Collaborate oder Clan Culture, Do Things Together. Denen ist es prinzipiell eigentlich gesagt, fast egal, was die machen. Die wollen was Gemeinsames machen.
Das ist sehr langzeitorientiert, das ist eher kurzzeitorientiert, das ist sehr inkrementell, das ist immer auf Breakthrough ausgelegt. Wenn man sich diese vier Parameter jetzt anguckt, dann kann man sich natürlich auch überlegen, vielleicht ist nicht eine Organisation immer reinrassig in genau einem der Quadranten zuzuordnen, sondern es kann ein Mix da sein, das kann auch teilweise Subkulturbausteine geben, dass bestimmte Abteilungen in dem einen eher zuzuordnen sind oder sich sehen als andere. Wenn man sich jetzt mal dem gegenüber anguckt, wie typischerweise von Daniel Goleman hier vorgeschlagen, Leadership Styles, und zwar auf Basis von Situational Leadership anzuwenden sind, dann korreliert das. Ich habe absichtlich dieses Modell genommen, weil es hier sechs Styles gibt, die nicht zu den vier Dingern eins zu eins zu mappen gehen. Das sorgt dafür, dass man ein bisschen drüber nachdenkt. In dem Modell von Cameron und Quinn sind auch vier Managementstile vorgeschlagen, die typischerweise gefunden werden in den Quadranten. Das habe ich mir absichtlich verkniffen, die hier hinzutun. Weil ich möchte an der Stelle vermeiden, dass so ein 1 zu 1 Mapping schnell stattfindet. Das ist in der Regel ein Schnellschuss, der zu kurz greift. Was man aber sagen kann, ist, dass ein angemessener Leadership-Stil typischerweise auch davon abhängig ist, wie mature meine einzelnen Spieler in der Organisation sind oder wie mature Teams sind. Von Hersey und Blanchard gibt es dieses Modell, was im Prinzip davon ausgeht, dass in dem Moment, wo es darum geht, rein die Tasks, dass etwas abgearbeitet wird, wenn die Task-Behavior hoch ist, also die Orientierung, etwas zu liefern, ist hoch versus niedrig, beziehungsweise wie ist die Orientierung, die Relationship zwischen den Mitarbeitern sozusagen zu bewerten, respektive darauf Wert zu legen, dass sie intensiv vorhanden ist. Dann hat man hier im Prinzip sowas wie eine Lebenszykluskurve. Step 1, 2, 3, 4, die durchlaufen wird. Wenn man einen neuen Mitarbeiter hat, dann kann es passieren, dass der in der Erstphase über einen Stil typischerweise Directive gesagt kriegt, was zu tun ist. Irgendwann geht aber der Leadership-Style dahin über, dass man eher durch Fragen den Mitarbeiter coacht. Dann wird maximal noch ein bisschen unterstützt und vor allen Dingen wird der Mitarbeiter sehr stark in die Eigenverantwortung gehen, Entscheidungen zu treffen. Das haben wir eben oben auch in der Keynote sehr schön gehört, dass das dann über Zirkel geht und nicht mehr so sehr über klassische Hierarchie. Und irgendwann delegiere ich es komplett. Man könnte jetzt hier auch anfangen, Delegation Poker nochmal nebendran zu legen. Also diese Modelle korrelieren alle, will ich damit sagen. Und im Prinzip habe ich damit einen Lebenszyklus von einem Mitarbeiter oder von einem Team abgebildet. Ein reifes Team werde ich tendenziell eher über einen Delegation-Style führen oder sich selber organisiert führen lassen. Die kommen dann schon, wenn die eine Frage haben. Wichtig ist mir nochmal rauszuarbeiten, dass es sehr, sehr oft in Organisationen, speziell dann, wenn sie groß sind und wenn sie verteilt sind über viele Standorte und wenn sie vielleicht auch entstanden sind aus einer Historie, wo nicht alles gewachsen ist, sondern wo Zukäufe eine Rolle spielen. Ich kaufe mit jedem Merger eine komplette Unternehmenskultur. Das muss man sich klar machen. Ich kaufe nicht nur Menschen oder ein Produkt oder ein paar Standorte oder einen Markt oder eine Kundenkartei. Ich kaufe mir eine andere Organisationskultur. Dieses Modell hier von Goffey und Jones sind zwei Briten, Double S Cube genannt, versucht genau dem Rechnung zu tragen. Es wird also geguckt, wie ist sozusagen die Verbundenheit von Leuten, wie sind die miteinander korreliert und wie ist ihre soziale Darstellung? So eine Fragmented Culture, wo das beides niedrig ist, wäre das klassische Beispiel einer Universität. Zwei Lehrstühle, zwei Professoren. Wenn die sich auf dem Flur begegnen, begegnen sich mitunter zwei Denkschulen, zwei Welten. Die haben nichts miteinander zu tun eigentlich. Mercenary Culture wäre typischerweise, Solidarity is high, aber Sociability is low, typischerweise eine Vertriebsfunktion. Jeder Account Manager wird an seinem persönlichen Individualzielerreichungsgrad einen Bonus kriegen. Arbeiten die kollaborativ zusammen? Wahrscheinlich haben sie unterschiedliche Kunden, jeder hat sein eigenes Ding und wenn jeder am Jahresende seinen Umsatz gemacht hat, dann ist für alle alles gut und dann macht man eine Riesenparty. Deswegen ist die Solidarity hoch. Aber im Prinzip ist es Parallelwelt und so weiter und so fort. So kann man die zuordnen. Ich will darauf hinaus, dass es letzten Endes, was man glaube ich schon so ein bisschen raushört, schwierig ist, ein eindeutiges Bild von einer Kultur zu zeichnen zu einem frühen Zeitpunkt.
Ich habe detektierbare Artefakte, die ich, wenn ich in einen entsprechenden Fall eingebunden werde, relativ schnell sehe. Ich kann durch eine Abteilung gehen und gucke, haben die Visual Management mit Boards oder haben die alles irgendwo elektronisch versteckt und die Wände sind komplett blank, weil es vielleicht eine Clean Desk Policy gibt. Sowas sehe ich. Das ist offensichtlich. Ich kann aber noch lange nicht darauf 100% sicher sein, richtig schließen zu können, was das unterliegende Wertesystem ist. Ein Bild, was dafür sehr oft herangezogen wird, ist das Drei-Ebenen- oder Kulturebenen-Modell von Edgar Schein. Was wir sehen, sind Artefakte. Die sind sichtbar. Ich muss vielleicht ein NDA unterschreiben, dass ich in eine Abteilung rein darf, wenn da irgendwelche Betriebsgeheimnisse eine Rolle spielen. Das ist klar. Ist also nicht für jeden sichtbar. Manche Dinge sind so offensichtlich, die findet man auf der Internet-Homepage vom Unternehmen. Die sind also gewolltermaßen publiziert. Manche sind eher intern, aber sie sind sichtbar. Darunter liegen Strategien und Ziele, die erreicht werden, und eine Philosophie. Und das sind Werte, für die die Organisation steht. Espoused heißt sozusagen, die sozusagen betont werden. Alle darunterliegenden, in der dritten Ebene vorhandenen Underlying Assumptions, also Annahmen, die getroffen werden, wie die Welt funktioniert, das ist eine Wirklichkeitskonstruktion, wie es die Systemiker nennen, liegen vollkommen unter der Oberfläche. Deswegen ist dieses Bild von dem Eisberg an der Stelle eins der häufigst zitierten, denke ich. Wenn man sich jetzt mal klar macht, dass aber in den meisten Organisationen neben diesen Themen über Artefakte auch die Culture Base etwas ist, was man analysieren kann und was man sich genauer anschauen sollte, dann ist das hier ein Modell von Charles Handy, was sehr schön aussagt, dass es typischerweise vier Culture Bases gibt, die gefunden werden. Entweder ich habe eine Power Culture, deswegen wird das hier auch entsprechend visualisiert. Ich habe hier ein Machtzentrum. Und das kann eine formale Macht sein, das kann auch eine sehr informelle Macht sein, dann reden wir gerne von sowas wie einer grauen Eminenz. Also wer ist der wahre Chef? Der, der es offiziell ist, laut Titel? Oder der, der seit 30 Jahren die Organisation kennt und länger und der letzten Endes Entscheidungen zwar nicht direkt trifft, an dem aber auch nichts vorbeigeht. Wenn er irgendwo sein Veto einlegt, dann ist das Ding gesetzt. Dann habe ich eine Role-Based Culture Base. Das wäre typischerweise vermutlich für eine Behörde ein Modell, was man öfter finden dürfte. Da gibt es ganz klare Entscheidungswege und diese Pfade werden stringent verfolgt. Dann sind wir hier bei der typischen Organisationsform, die wahrscheinlich in vielen Fällen vorliegt heutzutage, weil es mal sehr modern war, Matrix-Organisationen zu bauen. Eine Matrix an sich ist eine tolle Sache. Die ist nämlich sehr flexibel. Das Blöde dabei ist, es gibt immer diese Kreuzungen. Und das, was es leider in der Organisationstheorie nicht geschafft hat, sich wirklich durchzusetzen, ist die Art und Weise, wie man Kreuzungen heutzutage im Straßenverkehr sozusagen empowert, dass sie gut funktionieren. Heute hat man keine Kreuzung mehr, man hat Kreisverkehre, das heißt, der Verkehr fließt. Wenn ich also ein Lean-Konzept in Organisationen reingebe und Flow erzeugen will, ist eine Kreuzung mit einer Ampelregelung wahrscheinlich nicht die richtige Idee, weil das knallt ständig auf der Kreuzung. Stromausfall ist eine der möglichen Ursachen. Das heißt, ich muss mir also Gedanken machen, wie ich die Systeme wesentlich simpler baue. Und dann haben wir hier noch Person als Culture Base. Entweder Einzelperson, dann hat man sehr oft das, die Dinger korrelieren also, oder aber wenn es so eine informelle Gruppe ist. Vetternwirtschaft ist der negative Begriff, der sich aufdrängt. Wenn es positiv bewertet ist, dann ist es eben halt eine Koalition. Dann sind es eine Reihe von Individuen, die gemeinsam ein Ziel haben, auch wenn sie verteilt sind in der Organisation. Die rocken die Show. Und in größeren Organisationen ist es mitunter schon so, dass man sich ab und zu die Frage stellen kann, wie viele von den Leuten, die da sind, bewegen was? Wie viele sind Enabler und wie viele sind halt einfach so da? Die Bewohner der Organisation. Wenn ich eine Transition mache, komme ich aber natürlich nicht drum herum, alle Gruppen zu adressieren. Ich muss mir also Gedanken machen, wie kriege ich die dafür begeistert, mitzugehen. Eine Hypothese dazu ist, wenn ich eine Kultur noch nicht hinreichend gut einschätzen kann, also als Externer hat man vor allen Dingen das Problem der Zeitabhängigkeit, dann ist es wahrscheinlich eine ganz gute Idee, nicht mit dem Dampfhammer zu kommen, sondern tendenziell eher mal eine kleine Veränderung zu machen und es zu verproben. Wer von euch kennt das Geneffin-Model? Da gibt es diesen Quadrantenkomplex. Ich glaube, die Zeit können wir uns nehmen. Das malen wir mal kurz nochmal auf.
Ich habe soweit im Blick, dass ich bis 50 Zeit habe. Das sind noch Viertelstunde, ne? Ich habe jetzt den Disorder-Teil hier in der Mitte. Oh, der ist ein bisschen sehr breit am Schreiben. Der Disorder-Teil ist jetzt recht groß geraten. Hier unten habe ich diese Domäne, die heißt Simple. Hier habe ich eine, die heißt Complicated. Und hier habe ich die, in die wir gerade reingehen, Complex. Wenn wir hier unten ein typisches Vorgehensmodell haben wollen, was sich aus der Heuristik bewährt hat, dann ist es ein Sense, Categorize, Respond. Ich beobachte das System, dann klassifiziere ich das, was ich beobachtet habe, und dann ist meine Reaktion entsprechend. Das folgt einer einfachen Wenn-Dann-Beziehung. Hier ist es Sense, Analyze und dann Respond. Ich bin also in beiden Rechten beobachten unterwegs. Der Unterschied ist, hier kategorisiere ich, weil die Lösung ist bekannt. Hier muss ich sozusagen die gefundene Beobachtung analysieren und dann auf eine Lösung schließen. Hier dreht das Ganze jetzt. Das System zu beobachten bringt mich nicht weiter. Ich muss in das System proaktiv eingreifen mit einer Intervention. Und genau da sind wir mit den kleinen Veränderungen. Und wenn ich eine Situation habe, dass ich mich hier unten in dem Chaos-Quadranten bewege, dann wird dadurch die Notwendigkeit gegeben, dass die Interaktion stärker vorgetragen werden muss. Es ist nicht nur ein Probe, es ist ein Act. Sense. Und Respond. Das hat jetzt folgende Effekte. Wenn ich in eine Transition reingehe und in der Organisation funktionieren Dinge eigentlich noch ganz gut, dann sollte ich sowas da unten, Act, Sense, Respond, vermutlich eher nicht machen. Das wäre aber typischerweise die Einführung von Scrum. Scrum ist radikal. Man kündigt alle anderen lustigen Rollen, die es vorher gab, ab und es gibt genau drei Stück. PO, Scrum Master, Dev Team Member. Punkt. Ende der Durchsage. No Specialist Roles. Das ist eine sehr massive Intervention. Das ist Act. Und es hat natürlich entsprechende Situationen und entsprechende Reaktionen, meistens Immunabwehr zur Folge. Man könnte so weit gehen zu sagen, wenn die Organisation eh im Chaos ist, also gelinde gesagt, da kannst du jetzt irgendwas mal kaputt machen, weil es ist sowieso alles im Argen. Dann bist du hier. Dann kannst du auch mit Scrum kommen. Und zwar sofort. Und zwar nach dem Leadership-Style nach Goldman. Diktatorisch. Ansage. Das ist dann aber Interimsmanagement. Und es ist ein Sanierungsfall. Und wahrscheinlich wird man nicht drum herum kommen, dort zu beobachten, dass es dort auch mehrere drei- bis vierstellige Anzahl Arbeitsplätze kosten wird, sowas zu tun. Das da ist Krisenmanagement. Ein Fall, der mir auch einfallen würde, wo ich mit sowas wahrscheinlich rechnen darf, ist Fukushima, kurz nach der Reaktorexplosion. Da kann ich jetzt nicht reingehen und mit einer lieben, kuscheligen Coachfrage kommen. Wollt ihr euch verbessern? Bedingt hilfreich. Aber solange die Organisation noch irgendwie funktioniert, werde ich mit einem zu radikalen Ansatz alle noch verfügbaren Immunabwehrkräfte, die es dort hat, mobilisieren gegen diese Initiative. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in dem Kontext mit kleinen, inkrementellen Veränderungen besser beraten bin, vorzugehen, hoch. Und das bringt uns auf die vorletzte Slide. Es gibt ein Modell, was versucht, genau dem Rechnung zu tragen. Und das ist das Reengineering Alternative Modell von William Schneider. Das sagt im Prinzip also erstmal, bevor du jetzt hier große Reengineering-Projekte aufsetzt und alles restrukturierst, make your current culture work. Die Idee dahinter ist zu sagen, Schneider hat in seinen Studien rausgefunden, dass man es im Prinzip kategorisieren kann, gibt es eine Company-Orientierung in der Kultur oder ist es eher eine People-Orientierung? Also hat es sowas wie einen corporate-abstrakten Mehrwert,
denen oder ein höheres Ziel, dem die Leute folgen? Oder sind es die Menschen an sich, für die sozusagen das Ganze gemacht wird? Und dann wird geguckt, ist das Ganze eher gegenwartsorientiert, current reality, oder ist es eher zukunftsorientiert, possibilities? Dann finde ich diese vier Quadranten. Eine Control Culture funktioniert deswegen, weil sie erfolgreich ist, succeed by getting and keeping control. Die definiert sich darüber, dass sie eine gesamte große Menge an Policies hat, Stand heute schon, und dass sie typischerweise mit Scientific Management Modellen arbeitet. Wer sich im Kanban ein bisschen auskennt, kriegt eine Idee. Kanban arbeitet mit Scientific Methods. Und Kanban arbeitet sehr stark über Steuerung. WIP-Limits einzuführen wäre eine Policy. Das kann man ganz gut korrelieren. Es schließt diesen Teil hier unten nicht aus, denn gerade die Scientific Methods in einem Kanban sind an der Stelle ja auch etwas, was massiv mit kompetenzgetriebenen Ansätzen vorangeht. Dort wird nahezu alles Zahlen, Daten, faktenmäßig quantitativ erfasst. Über Verteilungskurven werden Lead Times gemessen, Histogramme und ähnliches ausgewiesen. Das heißt also, es ist relativ objektiv. Es hat einen gewissen Hang dazu, prescriptive zu sein. Da fehlt ein P, Entschuldigung. Das Prescriptive könnte dafür ein Kandidat sein, zu sagen, wenn man denn ein Safe-Modell einführt, was als hochgradig preskriptiv gilt, dann könnte es sein, dass das hier unten in so einem Kontext am ehesten funktionieren mag. Erstens ist es corporate-oriented, zweitens hat es den Aspekt, dass es eben zukunftsorientiert ist und ich definiere dort Wertschöpfungsketten in Safe, Value-Streams, und dass ich die dann abbilde als Value Train und einen Release Train Set drunter habe, könnte so ein Punkt sein, der darauf deutet. Ich werde jetzt nicht durch alle vier durchgehen, aber letzten Endes ist, glaube ich, so ein bisschen rübergekommen, dass es eine Korrelation gibt und dass man sich tunlichst, wenn man sich einige von diesen Modellen mal hinmalt, damit befassen sollte, etwas tiefer einzudringen, zu verstehen, wie die eigene Kultur ist, um daraus dann abzuleiten, was könnten denn mögliche Vorgehensweisen sein. Und solange ich mir nicht sicher bin, ist wahrscheinlich so eine kleine Änderung. Und dann nachschauen und verstehen nach Genefin, Sense und dann eine Antwort oder eine nächste Iteration abzuleiten, ein stabileres, sichereres Vorgehen. Es braucht allerdings mehr Zeit. Wir kommen auf die Folie am Anfang zurück mit den 6-Wochen-Fenstern. Also man muss sich genau überlegen, wie viel Zeit habe ich denn noch? Die Bestätigung ist, das Aufeinandertreffen verschiedener Organisationskulturen beherbergt erhebliche Risiken, insgesamt so einen Culture Clash herbeizuführen. Und auch diesem trägt so ein evolutionärer Ansatz eher Rechnung als ein Radical Change. Dieser Fall, Culture Clash, ist besonders dann ein großes Risiko, wenn ich mit einem M&A-Szenario zu tun habe. Im Moment haben wir eine Marktsituation, es den meisten Industriebranchen es noch ziemlich gut geht. Wenn man mal so die bisschen aktuellere Zeitungen verfolgt, merkt man, es gibt so die ersten Tendenzen einer möglichen Rezession. Es sind eher noch Rezessionsrisiken. Da haben wir den Brexit, da haben wir Herrn Trump, der da irgendwelche Schutzzölle aufruft. Da haben wir die italienischen Kollegen, die gerade irgend so einen lustigen Staatshaushalt einreichen, der bedingt zu den Vorstellungen der EU passt. Da könnte was passieren. Wenn dem so ist, wird garantiert in einer solchen Downturn-Phase das nächste Szenario sein, dass einige Firmen andere, die in Schwierigkeit und Schieflage geraten sind, kaufen. Dann kaufen die sich die nächste Kultur dazu. Dann trifft genau das zu, dann wird sowas eintreten. Und eins ist relativ klar, diese Position hier in der Mitte kann man temporär haben. Auf Dauer wird es nicht funktionieren. Bei Kulturen gilt ganz klar das strikte Highlander-Prinzip. Es kann nur einen geben. Und es ist mitunter interessant, wenn man sieht, dass große Organisationen eine andere, kleinere, innovative Firma kaufen, mit dem erklärten Ziel, dass sie versuchen, sozusagen sich dadurch zu verjüngen, weil man ja als innovativ gelten will, aber dann drücken sie der frisch gekauften Organisation den Tochterstempel auf und was wird natürlich rausgerollt? Die Kultur des Mutterhauses. Ob das auf Dauer so funktionieren wird, bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Das könnte auch Sondereffekte auslösen, um das mal vorsichtig auszudrücken. Ich möchte mit der Folie hier schließen. Ich gehe im Moment fest davon aus, dass, egal wie man letzten Endes vorgeht, dass da einer der Schlüssel ist, weil letzten Endes kodiert es sowas wie selbstorganisierende Teamstrukturen. Ich gebe Macht aus einer Zentralsicht ab. Ich empowere und befähige Leute, die ich in einer solchen Transition wirken lassen möchte, mit dem erklärten Ziel, dass ich damit die Last auf mehrere Köpfe verteile und damit mir auch die Chance
arbeite, erwirtschafte, dass eben halt sowas wie eine kollektive Intelligenz irgendwie an der ganzen Sache ein bisschen mitarbeitet. Ich kriege mehr Perspektiven rein. An der Stelle würde ich ganz gerne für Fragen öffnen, wenn es noch welche gibt. Wir haben noch, glaube ich, knappe 5 Minuten. 4 Minuten. Hat jemand Fragen, Kommentare? Hier vorne haben wir auch Mikros, glaube ich. Super. Okay, ich spüre es im Bart, ist gut. Boris, ich habe eine Frage und leider tangiert ein bisschen dein Thema. Du hast auf deiner zweiten oder ersten Folie gesagt, dass wir ungefähr 6 Wochen Zeit haben zu reagieren, diese App-Geschichte, ne? So, mich würde deine Meinung interessieren, auch wenn das mit dem Thema eigentlich zu tun hat, ob das nicht so ein bisschen konträr zu Lean Startup und MVPs eigentlich geht, weil wir sagen ja, okay, wir brauchen eigentlich eine ziemlich gute Applikation, damit ich direkt jemanden gewinnen kann. Versus, ich möchte eigentlich nicht Wochen, Monate, Zeit X investieren, um meine Ja. Idee zu testen. Ich weiß, das Ja. ist eigentlich nicht zu deinem Thema hier, aber es war trotzdem Ich spannend. glaube, dass das korreliert. Also die Idee, die mich dazu gebracht hat, das so zu postulieren, war durchaus mit Lean Startup Gedanken gedrängt. Ich gehe im Moment davon aus, dass es wichtig in dem Lean Startup Kontext ist. Du hast ja am Anfang immer diese Vorkontraktphase, dass du versuchst, schon einen Kunden zu finden, mit dem du sowas wie ein Letter of Intent, würde man das wohl nennen, oder so einen Vorvertrag schließt. Und dann hast du eine Auftragsentwicklung, dann hast du einen Kunden, der sozusagen sehr stark auch als Feedbackgeber zur Verfügung steht. Und damit kriegst du diese 6 Wochen Zyklen überhaupt erst hin. Du musst intern aufgestellt sein, dass du so schnell halt reagieren kannst, wenn du Feedback einsammelst. Aber wenn es in einem Kontext dazu führt, dass man sich erstmal jetzt überlegen muss, wie kriege ich denn das Feedback, dann kannst du die 6 Wochen niemals halten. Deswegen ist es wichtig, dass man wahrscheinlich am Anfang sehr stark aufpasst, nicht etwas zu bauen für alle, weil dann fehlen dir diese Feedback-Kanäle, sondern lieber gezielt auf eine Handvoll Kunden zugeht, Tendenz eher kleiner als 5, und für die sehr konkret geht. Und dann baust du einen erfolgreichen Fall und der zündet. Und dann baust du den nächsten und der zündet. Und dann baust du den nächsten. Das sind Überlegungen, wo auch Techniken wie Design Thinking sehr stark reinkommen. Man konsolidiert die Lösung erst dann und zieht es zusammen im Rahmen von einem Refactoring, wenn ich mehrere schon funktionierende Einzelnen habe. Dieses, wir bauen es für alle, ist in der Regel ein Ansatz, der hinterher für niemanden passt. Geht das so ein bisschen in die Frage? Okay, super. Sonst noch eine Frage? Ich glaube, eine dürfen wir noch, oder? So 1, 2 Minuten sehe ich noch an der Uhr hinten. Ja. Ein, zwei gehen auch noch. Dann frage ich mal was. Gerne. Wie viele Bücher hast du gelesen? Wie viele Bücher stecken in diesen Folien? Ich kann es eher auf der Zeitachse beantworten. Anzahl Bücher wird schwierig, weil mittlerweile lese ich eigentlich an der Stelle kaum noch die Bücher. Das ist teilweise schon veraltetes Wissen zum Moment der Drucklegung. Man muss eigentlich tendenziell sich eher im Internet bewegen und das sind dann aktuellere Quellen. Aber im Prinzip datieren die ersten Sachen zurück auf etwa 2006. Ich habe damals meine Masterthesis im MBA in dem Kontext aufgesetzt, dass ich verstehen wollte, wie man managt. Und da ist der Kulturaspekt relativ schnell sehr stark rausgekommen. Und die Sachen dann zusammenzubinden. Ich habe jetzt hier keine Zahlen, Daten, Fakten oder ähnliches dabei. Das macht in einem Vortrag, glaube ich, wenig Sinn, sowas zu tun. Aber diese Frameworks wende ich in meinem Coaching eigentlich relativ informell bei jedem Kunden an. Letzten Endes ist es ja einfach nur, ich beobachte etwas und kriege eine Idee, wo würde ich den reinsortieren. Man kann das formal machen, dann führt man bei einem Kunden natürlich auch entsprechend Interviews und so weiter. Ich persönlich bin kein großer Fan davon, einem Kunden riesige Kulturstudien zu verkaufen, weil ich der Meinung bin, dass die Kulturstudie als solches, die ist kein Mehrwert. Was ich schaffen muss, ist, deswegen war dieses letzte Modell mit Schneider so spannend aus meiner Sicht, es ist ein Modell, was in die Execution überführt und es macht handlungsfähig. Und letzten Endes ist der Kunde nicht daran interessiert, genau zu verstehen, wie seine Kultur ist. Intuitiv kennt er die eh, besser als jeder andere. Sondern der will eine Aussage haben, was sollte er probieren, um mit einem vertretbaren Aufwand und einem möglichst minimierten Risiko den Change anzutriggern, wenn er der Überzeugung ist, dass er einen Change braucht. Und eine 20 Tage, 200 Tage oder wie viele Tage Kulturstudie zu verkaufen, bringt da nichts. Ein Workshop zu machen, ist immer gut. Um den Leuten das sozusagen transparent werden zu lassen. Den mache ich aber tendenziell, wenn ich meine interne Studie in Gänsefüßchen durch eine Runde Arbeiten mit den Leuten längst gemacht habe. Also nicht am Tag 1, wenn es in ein Engagement reingeht, sondern vielleicht nach 3, vielleicht auch mal erst nach 6 Monaten, je nachdem, wie groß und komplex eine Organisation ist. Und da macht sowas dann, glaube ich, sehr viel Sinn, weil es die Leute einfach nachdenklich macht. Um mehr geht es, glaube ich, an der Stelle nicht. Aber auch nicht um weniger.
Noch irgendwo eine Frage oder müssen wir aus Zeitgründen so langsam den Umbau einleiten? Ich muss noch so eine Karte hochhalten. Du musst noch eine Karte hochhalten. Ich muss noch eine Karte hochhalten. Ich bin zum Kartenhochhalten hier. Die 1 oder die 0? Nein, die für alle die, die tatsächlich ein Smartphone haben, weil da entschuldigt. War eine Vote-Karte, wenn ja? du die suchst. Ach, da, die, genau. Bitte schön. Ich kenne Ihre Karten. Das ist Ausreden haben ja nur alle ohne Smartphones, meine eine. Also bitte benutzt die App. Okay. Vielen Dank. Vielen Gut, Dank. Dann sage ich erstmal vielen Dank.